Dieses Video ist ein verkürzter Ausschnitt meiner Sendung Paddys Retro-Kosmos auf Massengeschmack TV. Jeden letzten Montag im Monat gibt es darin unter anderem Retro-Gaming, Retro-Zeitschriften oder Retro-Werbung. Schaut mal rein, www.massengeschmack.tv. Herzlich willkommen aus Frankfurt am Main. Sebastian Kubert und ich, wir sind wieder auf der Jagd nach Drehorten. Worum geht's denn heute, Sebastian? Ja, heute geht's um den großen Straßenfeger der 80er Jahre, ein Fall für zwei. Ich bin ja mehr der München-Drehort-Experte. Wir hatten ja Derek zum Beispiel schon gehabt. Das ist auch so ein 70er, 80er Straßenfeger gewesen. Und ein Fall für zwei steht dem fast im Nichts nach. Und in Frankfurt kenne ich mich nicht so gut aus. Die Serie habe ich früher nicht gesehen, habe mich jetzt ein bisschen reingeguckt. Echt spannend. Super Drehorte, super Stories. Und wir haben gedacht, wir machen da einfach einen Fall für drei draus und holen uns ein bisschen Verstärkung und haben den André dazu geholt. Ja, und mit ihm haben wir ja schon mal ein Paddyland YouTube-Video gedreht. Hallo André, toll, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Und ja, es war für mich natürlich, ich bin ein Kind der 80er, ich komme aus Frankfurt und ein Fall für zwei war natürlich die Serie, weil da bin ich zu Hause. Und deswegen war es großartig, dass ihr gefragt habt und die ganzen Drehorte rauszusuchen mit euch war schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, da gibt es ein paar echt schöne, die fast noch aussehen wie damals, während andere sich vollkommen verändert haben. Wird, glaube ich, ganz gut. Und wer das nicht kennt, der kriegt jetzt einen kleinen Einblick. Die Krimiserie Ein Fall für zwei lief von 1981 bis 2013 und umfasst genau 300 Episoden. Bei uns geht es aber heute nur um die Günther-Strack-Ära bis 1988. Der betuchte Anwalt Dr. Dieter Renz, gespielt von Günther Strack, holt sich des Öfteren Hilfe von Privatdetektiv Matula, gespielt von Klaus-Theo Gärtner. Der ist meist knapp bei Kasse und mehr oder weniger gezwungen, so gut wie jeden Auftrag anzunehmen. Trotz der unterschiedlichen Charaktere entwickelt sich zwischen Renz und Matula eine waschechte Freundschaft, die allerdings hier und da auch mal auf die Probe gestellt wird. Klaus-Theo Gärtner hat gewiss auch nicht gedacht, dass er mal 300 Folgen lang diese Figur verkörpert und zwischen 2017 und 2019 sogar noch in drei Folgen einer Spielfilmreihe mit dem ja fast schon logischen Namen Matula spielt. Günther Strack konnte dem Lockruf der Privatsender nicht widerstehen und wanderte 1988 in Richtung Sat.1 ab. Unsere erste Station führt uns zur Untermainbrücke. Seit 1984 fährt dort allerdings keine Straßenbahn mehr drüber. Hier ein schöner Blick auf den Kaiserdom. Kirchen verändern sich ja im Laufe der Zeit eher weniger. André hatte hier zum ersten Mal die Gelegenheit, sich zu beweisen. Kleiner Spoiler, er hat uns nicht enttäuscht. Ja, hier auf der Brücke, da hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Das Geländer ist nicht mehr so. Da haben wir jetzt diese Steinklötze hier am Start, wo ich ja dachte, dass die älter aussehen. Aber nein, sie sind 1989 angefangen worden zu bauen und 1990 dann in Betrieb genommen worden quasi. Ja genau, es gab hier in der Stadt einen riesigen Umbau. Die haben die Teil, die Haupteinkaufsstraße umgebaut, die haben das gesamte Museumsufer umgebaut. Und Teile sieht man in der Serie. Also das Museumsufer in der Serie ist schon so, wie es heute aussieht. Aber gerade hier an der Brücke haben sie im Prinzip den alten Zustand wieder zurückgebaut. Also das war so der Zustand der ursprünglichen Brücke um 1900, sah ungefähr so aus. Da haben sie ganz, ganz viel in die Richtung gebaut und die Veränderung können wir wirklich in der Serie sehr, sehr schön sehen. Und natürlich die Frankfurter Skyline, die verändert sich ja auch permanent. Da wird abgerissen, neu gebaut alle paar Jahre. Das ist schon sehr viel, was da abgeht, ne? Ich meine, es ist so gerade schön, was wir eben gesehen haben. Da stand ganz allein dieses eine Hochhaus. Das ist das alte BFG-Hochhaus. Da war dann die Europäische Zentralbank drin. Und wenn man jetzt sieht, wahnsinnig viele Häuser. Unter anderem ungefähr da, das ist das höchste Haus in Europa. Also wir haben da ein paar Superlative drin. Und die bauen ja, was wir gerade nicht sehen, da ist ja eine riesen Baustelle noch innen drin. Es wird ein ganz großer, neuer Hochhauskomplex gebaut, jetzt nach etlichen Jahren wieder. Und so lustig, wenn du von der Autobahn auf Frankfurt guckst, siehst du eine ganz breite Skyline und von hier aus ist sie ganz schmal. Also es ist wirklich nur in diesem einen Ort. Ja. Dieser Drehort ist ein wahrer Glücksfall. Sogar die Litfaßsäule ist noch da. Allerdings hat sich etwas anderes geändert, nämlich der Straßenname. Und für diese Szene hat das Filmteam vermutlich einen Kran benutzt und um das einigermaßen nachstellen zu können, war Teamwork angesagt. Und jetzt wird es höchste Zeit für unsere erste nachgespielte Szene. Natürlich wie immer total laienhaft.
Na, wie läuft das Geschäft? Reicht es schon, um einen auszugeben? Für dich nicht. Wichser. Hey, was ist? Kennst du mich nicht? Dann zieh mir die verdammte Brille ab und mach die Augen auf. Oder arbeitest du nicht mehr für die Polizei? Ach, das weiß doch jeder. In Folge 60 taucht dann zum ersten Mal Dr. Rainer Frank, gespielt von Rainer Hunold, auf. Dieter Renz geht in den Ruhestand und von nun an hat Matula einen neuen Arbeitgeber. Boah, wir haben jetzt ein richtig schönes Wetter hier in Frankfurt erwischt und haben ein richtig schönes Örtchen hier am Mainufer mit einem schönen Ausblick auf die Altstadt und auf die Skyline. Hier hat sich nicht so viel verändert, oder? Nee, wir sind jetzt genau in dem Bereich, der schon umgebaut war. Also hier ist auch viel verändert worden, so in den 80ern, aber es ist jetzt genau der Zustand, den wir in der Serie auch sehen. Und für Frankfurter da drüben haben wir das eigentliche Frankfurt, das ist Hibdebach und das hier ist Sachsenhausen, das ist Triptebach, also der andere Teil. Und hier haben sie wahnsinnig viel gedreht. Auch 10 hier am Mainufer, da hinten sieht man zum Beispiel das Büro von Dr. Renz, das haben sie auch immer wieder im Hintergrund. Also das ist wirklich einer ihrer liebsten Dreh. Und auch ganz viele 10, wenn die Autofahrten machen, ganz, ganz oft ist im Hintergrund eben die Skyline. Ja, Wahnsinn, hier reiht sich ein Drehort an den anderen. Dann gehen wir gleich mal weiter und suchen die nächsten Drehorte auf. Das Haus Wertheim wurde um 1600 erbaut und ist das älteste Haus mit freiliegendem Fachwerk in der Frankfurter Altstadt. Also du bist mir vielleicht ein Herzchen. Currywurst. Erst lädst du mich groß zum Essen ein. Dann lässt du mich so lange warten, bis alles geschlossen ist und dann... Currywurst. Hübsch garniert mit einem... lebensgefährlichen Auftrag. Du kannst ruhig zwei essen, wenn du noch Appetit hast. Ich meine das ernst. Ich auch, Josef. 2016 veröffentlichte Klaus-Theo Gärtner seine Autobiografie mit dem Titel Matula, hau mich raus, mein Leben vor und hinter den Kulissen. Für Fans der Serie auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, normalerweise werden deutsche Krimiserien ja immer nur in München oder zum Beispiel Hamburg gedreht, aber endlich mal in Hessen. Und das freut mich als Hesse, ich komme aus der Nähe von Marburg, ja besonders. Das wurde höchste Zeit, wenn man mal überlegt, Derrick der Alte, das Kriminalmuseum, das waren alles Münchner Serien, wir haben ja auch viele in München schon gedreht. Und es gab eine Serie, die spielte in Wiesbaden, wurde aber trotzdem in München gedreht, das war Kommissar Freitag. Ja, und mit bayerischen Volksschauspielern sogar. Und dann haben sie ja mit Tatort Anfang der 70er Jahre schon angefangen, wo dann an verschiedenen Ecken Deutschlands dann schon gedreht wurde. Ende der 70er Jahre kam es dann aber langsam auf, dass man auf die Idee kam zu Ein Fall für zwei. Verantwortlich dafür war der Georg Althammer und der Karl-Heinz Wilschrey. Wilschrey, der ist aus den USA zurückgekommen und hat dort eine Serie gesehen, wo das Ermittlerduo mal kein normaler Polizist, sondern Kommissar ist. Es war so, nämlich eine Kombination aus einem Privatdetektiven und einem Anwalt. Und da hat er gedacht, das könnte doch hierzulande auch gut funktionieren. Und warum nicht mal in Frankfurt sowas ansiedeln, weil mit dem Bankenviertel und den Rotlichtmilieu ist es ja ein super Kontrast. Und die Grundidee war eigentlich, dass der Anwalt jung und dynamisch ist und der Detektiv so ein alter, knorriger Typ ist. Also umgekehrt? Genau umgekehrt. Und dann sind sie mit dieser Idee zum ZDF gegangen und der Verantwortliche wollte unbedingt den Günter Strack in der Hauptrolle haben, aber als Anwalt. Und dann wollte er die Ideengeber schon so weit bringen, dass sie das Ganze umdrehen. Und dann hat der Herr vom ZDF auch gleich schon Klaus-Theo Gärtner eingebracht für die Rolle als Detektiv. Und der Günter Strack fand die Idee super und wollte auch den Gärtner haben. Aber Gärtner wollte nicht. Nein. Das war ein leidenschaftlicher Theaterschauspieler und der Georg Althammer hat dann über ein Jahr hinweg immer wieder gebohrt, ob er nicht diese Rolle spielen möchte und der Gärtner wollte einfach nicht. Und irgendwann war er so genervt von dieser dauernden Fragerei. Die waren in einem Wirtshaus gesessen und da hat er auf einen Zettel dann geschrieben aus Trotz einfach, weil angesetzt waren 6 Folgen und da hat er auf den Zettel geschrieben 100 Folgen, okay, CTG, Klaus-Theo Gärtner. Mhm. Diesen Zettel hat der Althammer aufgehoben und als dann wirklich die 100. Folge gedreht wurde, hat er den Zettel dann gerahmt wieder an den Klaus-Theo Gärtner überreicht. Und dann sind es am Ende sogar 300 Folgen geworden. Das Kennzeichen vom Dieter Renz ist ja in der Folge Nervenkrieg zum Beispiel auch FDH. Also frisst die Hälfte, wenn man das so übersetzt. Da weiß man natürlich nicht, ob das damals schon ein geflügeltes Wort war oder ob das Zufall war, aber passt jedenfalls wunderbar und macht die Serie total lustig. Allgemein ist der Humor sehr gut vertreten, auch eine gewisse Skurrilität. Also da waren auch manche alteingesessene Schauspieler, die oftmals schon festgesetzt waren auf manche Rollen, die dann plötzlich mal was Skurriles spielen konnten und so. Und das macht die Serie wirklich abwechslungsreich und interessant. Und dadurch, dass der Matula ein Privatdetektiv ist, der konnte halt nicht mit Blaulicht durch die Straßen fahren und hatte keine Waffe, da war viel mehr Körperlichkeit am Start. Also der Klaus-Theo Gärtner hat ja auch seine Stunts fast alle selbst gemacht.
da ging richtig die Post ab teilweise, da gab es viele Schlägereien. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Derek gebracht als Vergleich, das ist genau das Gegenteil von Derek in den späteren Jahren, wo es nur noch dialoglastig war, aber da ging halt immer die Post ab. Ja, es haben ja in der Günter-Strack-Ära zwischen 81 und 88 jede Menge deutsche Schauspieler mitgespielt und ein paar der Gäste schauen wir uns jetzt mal an. Ein Fall für zwei war auch international sehr erfolgreich und wurde in über 50 Länder verkauft. Damit liegt man aber recht deutlich hinter Derek, dem Exportschlager Nummer 1. Derek wurde in über 100 Länder verkauft. Tja, das ist mal wirklich eine Hausnummer. Ja, hier haben wir ja einen top erhaltenen Drehort, die alten Türen sind noch da und hier gibt es aber noch mehr zu erzählen, ne Sebastian? Ja, das schöne weiße Auto vom Matula ist zu sehen und wie ich erfahren habe, das war das originale Auto, das private Auto vom Klaus Theo Gärtner. Die haben nämlich bei der Vorbereitung zur Serie lange Zeit überlegt, was für ein Auto könnte der fahren und konnten sich nicht einigen. Und dann haben sie es irgendwie vergessen zu klären, dann war Drehtag und die haben ein Auto gebraucht und da war keins da. Und dann haben sie überlegt, können wir irgendeins aber vom Filmteam nehmen und dann haben sie gleich gesagt, nehmen wir halt das vom Klaus Theo, das passt doch eigentlich ganz gut. Und dann war das sein erstes Filmauto, ein paar Jahre lang glaube ich sogar. Und es war sogar so, seine Wohnung in der Serie, die hat er auch teilweise privat eingerichtet mit Dingen, die er von zu Hause mitgebracht hat, was er das Ganze sehr authentisch macht. Besonders gefreut habe ich mich, als ich ein paar Parallelen zwischen der alten Wohnung meiner Eltern und Matulas Bude entdeckt habe. Dieses Poster zum Beispiel ist auf einem alten Kinderbild von mir im Hintergrund zu erkennen. Und jetzt achtet mal auf das Telefonzellenposter an der Tür. Es ist ebenfalls exakt das gleiche wie bei uns damals. Irgendwie schön. Als Privatdetektiv muss man natürlich eins ganz besonders gut können, warten. Um sich diese Zeit zu versüßen, war Matula am Zahn der Zeit, wie hier bei einer Runde mit einem Schachcomputer. Auch sonst war Matula offenbar Gamer und wie es aussieht, stolzer Besitzer der damals aktuellen Konsole Atari VCS 2600. Sowohl Donkey Kong als auch Frogger hat er sich mal eben gegönnt. Aber was tun, wenn einen die Gaming-Lust unterwegs überkommt? Na klar, dann gibt's eine Runde mit einem Game & Watch Handheld von Nintendo. Die gab es lange vor dem Game Boy. Wenn die Batterien alle sind, dann wird eben analog gezockt, zum Beispiel mit einem Kriminalrätselbuch. Mir sind aber noch andere schöne Sachen aufgefallen, wie hier die legendäre Playmobil Ritterburg. Kinder der 80er werden sie noch gut kennen. Game & Watch von Nintendo war nicht nur mit Mickey Mouse, sondern auch mit dem Spiel Bomb Sweeper vertreten. Ach, als ich den Commodore 64 gesehen habe, da ist mein Herz aufgegangen. Das war einfach der Computer und ist heute noch Kult. Ja, und dieses Mickey-Maus-Telefon war damals auch in vielen Haushalten vertreten, genau wie diese Pampers-Kartons. Davon hatten wir etliche und darin wurden meine ganzen Playmobil- und Lego-Spielsachen aufbewahrt. Wir sitzen jetzt vorm Amtsgericht in Frankfurt am Main und haben den Andreas Villano dabei, einen Zeitzeugen, der bei einer ganz frühen Folge mitgespielt hat, in der Folge Nervenkrieg. Das war die Folge 12, aber es waren nur Innenaufnahmen, wo du dabei warst. Kannst du dich noch an die Dreharbeiten erinnern? Ganz schwach, es ist sehr lange her. Ich meine, es war in Wiesbaden die Innenaufnahmen und eine
ein langer Gang, kann ich mir erinnern, sehr kalt. Ich kam an und da wurden wir so gleich angewiesen, wie so in einem Krankenhaus. Dann waren so für die Schauspieler Sitzgelegenheiten und da haben wir gewartet, bis wir dran waren. Wie immer gewartet. Ja, und es wurde ja viel in Wiesbaden gedreht. Also wir haben jetzt einige Drehorte nachgestellt. Oft sind sie nach Wiesbaden gegangen. Ja. Und da gibt es auch eine Geschichte, dass der Klaus-Theo Gärtner da hat erzählt, da ist er mit seinem eigenen Auto viel unterwegs gewesen. Also sein Privatauto war sein Auto auch in der Serie. Ja. Und da ist er dann, und da haben sie dann immer wieder Kennzeichen gehabt für Frankfurt und die haben sie dann an die Wiesbadener Kennzeichen reingeschraubt, wenn sie in Wiesbaden gedreht haben. Und irgendwann ist er dann mal mit seinem Filmauto privat durch die Gegend gefahren, wurde von der Polizei angehalten und da waren dann 30 gefälschte Nummernschilder drin gelegen und 2 abgesägte Schrotflinten. Da musste er sich erstmal erklären. Da war gut was los. Ja, aber so, kannst du dich erinnern, wie so die Stimmung war damals? War das ein angenehmer Dreh? Oder? Angenehm. Also ich habe den hauptsächlich mit ihm zu tun gehabt, mit dem Klaus Theo, und ich fand ihn immer angenehm. Also der hat sich nach 20 Jahren, ich habe den mal nach 20 Jahren getroffen, hat er sich auf der Straße an meinen Vornamen erinnert. Das fand ich super. Das fand ich super, weil man kennt ihn, aber umgekehrt, der hat ja Tausende so einen Tagesrollen begegnet. Ne? Und es war nicht die einzige Folge, wo du mitgespielt hast. Nein. Viele, viele Jahre später, Ende der 90er Jahre, ich glaube 1998 war es, warst du dann nochmal dabei. Ja, genau. Das hieß, jetzt muss ich nachdenken, auf jeden Fall spielte ich einen schwulen Barbesitzer, wo er also Nachforschungen angestellt hat. Und meine Rolle war also richtig so halt schön schwul und ich habe das auch super gerne gespielt und der Vorname von mir war Äpfelchen, also Boskop, also ich glaube mit Hauptnamen Boskop, aber Matula nannte mich Äpfelchen, ne? Und ich trank so ein Glas mit was Grünes und er fragte mich, was das Grünes wäre. Ich sagte, ja, Hanflikör mit Sekt, willst du auch mal probieren? Und ich habe versucht, ihn anzumachen, weil ich hatte mir das so in der Rollenvorbereitung mir das vorgenommen, den versuchst du anzumachen. Also, war das auch im Drehbuch gestanden oder habt ihr das dann spontan einfach? Das hatte ich mir selber und da hatte ich natürlich keine Rücksprache und ich habe es einfach mal probiert. Mhm. Aber da ging er nicht drauf ein. Das war ja, stand ja auch nicht im Drehbuch. Du hast ja eine Großtante, die ziemlich bekannt ist. Sie ist leider schon lange, lange tot, aber sie hat ihre Spuren hier hinterlassen. Genau, das ist die Liesel Karlstadt. Mhm. Ja, und die ist. Ich glaube, ich habe sehr viel von ihr geerbt. So, also die konnte, wenn sie einen Hut aufgesetzt hat, war sie eine andere Person. Toll. Und so geht es mir auch. Da merke ich absolut die Parallele. Und ich habe auch sehr viele Einzelstücke gemacht, wo ich alleine spiele mit vielen Figuren. Und so. Und mein Traum wäre jetzt mal, die Liesel zu spielen. Ich habe es immer von mir weggeschoben. Ich wollte nie, weil ich berühmte Tante habe, ich wollte selber meinen Weg machen. So, ne? Genau. Und jetzt denke ich, bin ich in dem Alter. Jetzt könnte ich, das ist unser nächstes Projekt, das wir machen. Und ich habe da jetzt, glaube ich, auch einen Autor gefunden, der Philipp Mosetter. Und ich denke, wir werden das jetzt demnächst angehen, dass wir ein Stück entwickeln. Ich selber bin mit meiner Frau zusammen, das Wuwei Theater, vielleicht interessiert euch das, mit diesem Label Wuwei Theater werden wir auch diese Produktion nochmal. Wolltest du schon immer Schauspieler werden und ist es in der Familie eine Tradition, wenn da eine Großtante Schauspielerin war oder war das Zufall, dass du auch Schauspieler wurdest? Na, ich wollte es. Es war Zufall und eigentlich sollte ich studieren und einen ordentlichen Beruf, kennt und so, und ich wusste Schauspieler. Aber ihr seid keine Schauspielerfamilie sozusagen. Das nee, kann man nicht sagen. Nein, nee, sind wir nicht. Nee, nee. Super, schön. Ja, super Typ der Andreas. Drehorte von Ein Fall für zwei, heute mal mit Hilfe. Herzlichen Dank, André. Herzlichen Dank, Andreas. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Freude bereitet. Ja, war total spannend. Super. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ein toller Dreh war es, ja. Und natürlich auch danke an dich. Ne? Und am Ende wurde es ein Fall für 4 und ganz zum Schluss eigentlich ein Fall für 5. Der Daniel ist auch noch mit dabei. Der Daniel ist auch noch dabei. Unser Kameramann, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Oder doch, ihr könnt ihn sehen. Wunderbar. Also, mach's gut, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.